Monster. So. Ich hab was gehört. Ja, jetzt machen wir die ganz verrückt. Was zum? Ah, die finden uns erstmal nicht. Beziehungsweise ich finde sie ja auch nicht, weil ich nicht weiß, wo die jetzt gerade rumrennen. Nuka-Cola Quantum. Bist du sicher, dass du was kriegst? Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wo die genau rumlaufen. Wer ist da? Hey. Was? Die sind alle über uns. Oh Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Gule. Okay, was soll der Schrei? Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Die sind ja ganz schön... Okay, geht's nicht weiter. Da hinten ging es noch ein bisschen hoch. Okay, der Hund hat sie, glaube ich, angelockt. Dann helfen wir ihm jetzt erstmal. Hund, lass mich durch. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Du könntest dich verstecken! Na, wo sind die denn? Ersten über den Haufen geschossen. Oh, die machen gar nicht mal wenig Schaden, sehe ich gerade. Kurz heilen. So, dann haben wir die auch. Sehr gut, Dogmeat. Den habe ich jetzt fast übersehen. Beziehungsweise der wäre uns fast in den Rücken gefallen. Hast du gut gemacht. So, und die Munition ist bald vorüber. Wow, wow, wow. Scheiß Raider. Gerade hier schön am Plündern und dann... Wenigstens haben die alle ein bisschen Loot dabei. Dogmeat hat sich um ihn gekümmert, sehr gut. Aber irgendwo scheint noch wer rumzukreuchen. So, den haben wir noch nicht geplündert. Hier geht's weiter. Na, mit Raidern werden wir jetzt mittlerweile ganz gut fertig. Cool. Beziehungsweise das haben wir auch, die haben wir auch schon vor schon ein bisschen länger. Keine Probleme mehr mit. Müssen nur aufpassen, dass sie uns hier nicht in den Rücken fallen. Was essen. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Okay, dass er jetzt meinen Kopf getroffen hat, ist jetzt echt doof. So, schnell nachladen. Unser Kopf und unser Arm ist beschädigt. Dogmeat hat sich um sie gekümmert, sehr schön. Der Seesack ist leer. Braver Hund. So langsam wird Dogmeat auch richtig stark. Kann das sein, dass der mit uns levelt? Aber ich weiß es gerade gar nicht. Ah, wir müssen mal ein Stimpack nehmen. Gut, dass die ganzen Jungs hier alle was droppen. Ein Scharfschützengewehr. Können wir verticken. Was für ein Schisser. Okay, ich glaube, die Lage hat sich ein bisschen beruhigt.
So, jetzt haben wir einmal hier oben alles abgegrast. Jetzt geht's hier noch weiter hoch. Ja, gehen wir dann nach oben. So, für die 10mm Pistole haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel Munition. Jetzt lege ich mir jetzt mal auf die 3. Schießen wir das erstmal, benutzen wir das erstmal ein bisschen. Also, ich denke mal, Ziel wäre es jetzt auf die Maschinenpistole zu gehen. Als Hauptwaffe. Aber wir haben ja noch so viel Munition. Ich habe ja so viel Munition immer gekauft für die anderen. Deswegen würde ich sagen, benutzen wir die jetzt erstmal. Wir könnten natürlich jetzt auch einen Schnitt machen und die ganze Munition immer verkaufen und wirklich nur die eine Munition benutzen. Aber wir machen genau gleich viel Schaden mit den Waffen. Deswegen würde ich sagen, solange wir Munition für einen bestimmten Waffentyp haben, benutzen wir die auch. Ja. Aber einkaufen werde ich jetzt, denke ich mal, nur noch für das Maschinengewehr. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Denkst du, du könntest dich verstecken? So, ja, tatsächlich. So, Dogmeat. Psst. Handeln. So, der kriegt die ganzen Waffen. Das macht genau gleich viel Schaden. Kann er erstmal nehmen. Im Moment kann er das Hundehalsband tragen. Ja, kann er. Das ist doch scheiße. Jetzt hat er ein Hundehalsband. Laborstation. Können wir ein bisschen was zusammenmischen. Wir können Stimpaks herstellen. Sehr schön. So, lebt hier jetzt noch einer oder lebt hier jetzt keiner mehr? Ach, das lässige Outfit. Kann da liegen bleiben. Wenn er schon sagt Vorsicht, dann leben hier auf jeden Fall noch welche. Das wird sicher lustig. Gib einen auf, Arschloch. So. Dogbeat hat gekonnt den Weg versperrt. So. Na, wo ist er? Sehr gut, Dogmeat, Fass. Sehr gut. Na, war's das? Ich höre gerade niemanden mehr sich beschweren. Das ist noch eine Chemkiste und hier war noch irgendwas anderes, oder? Nee. Na gut. Back Bay. Kommen wir denn da hin?
Mehr Raider. Okay, kurz heilen. Das verbesserte Stimpack wäre eigentlich auch cool. Würde unser Stimpack verbrauch natürlich auch ein bisschen. Oh, ein Kampfhund. Würde unser Stimpack verbrauch natürlich auch ein bisschen nach unten schrauben. Der trägt eine Hunderüstung. Uah. Aber bis jetzt hatten wir noch nie Stimpack-Armut. Eine Hunderüstung, das ist natürlich interessant. So, der ist hinüber. Wo ist er denn jetzt? Ah, ganz viel Munition. Das hat sich gelohnt. Aber hier tingelt noch einer rum. Nee, das ist ein Supermutant. Er ist natürlich jetzt ziemlich unfair, aber den konnten wir jetzt von hier oben ganz gut wegsnipen. So, Dogmeat. Wie sieht das denn aus mit der Rüstung? Das möchte ich jetzt aber doch mal testen. Fällt das unter Rüstung? Ja, Hunderüstung. Schadensresistenz 0. Kann er das denn anziehen? Kann er. Okay, ne, der Maulkorb, den möchte ich. Den hey. Möchte ich nicht, dass er den trägt. Das bringt ihm ja auch nichts. Ah, die Hunderüstung sieht cool aus. Wäre cool. Ich glaube, das testen wir mal. Ich schau mal nach, ob er die, ob wir die verbessern können. Das hätte natürlich schon was, wenn er dann ein bisschen Rüstung bekommen würde. Das können wir eigentlich jetzt mal machen. Weil das hier scheinen wir abgeschlossen zu haben. Ja, Layton Towers sind abgeschlossen. Dann würde ich sagen, ab nach Sanctuary. Und dann gucken wir uns die Rüstung mal an. Es wäre natürlich cool, wenn wir für unseren besten Freund eine Rüstung hätten, die wir auch noch verbessern können. So, Dogmeat. Dogmeat, stopp. Hey. Weil die Rüstung bringt ihm jetzt gerade gar nichts. Ich nehme auch mal den Stachelmaulkorb mit. Mal gucken, ob wir die verbessern können. Nee, können wir nicht. Okay, das ist komisch. Hier auch nicht. Ist das dann einfach nur so ein Gimmick, dass er die tragen kann? Dogmeat. Hey. Also Maulkorb ihm anlegen wäre sinnlos, weil wir wollen ja, dass er zubeißt. Geben wir ihm lieber die Hunderüstung sieht aber eigentlich ganz cool aus. Ja, wenn wir alles nehmen machen, dann nehmen wir auch die Rüstung weg. Das ist natürlich sehr schlau. Das möchte ich, dass du das anlässt. Sieht ganz cool aus. So. Ja. Dann hat unser Hund jetzt offiziell auch eine Rüstung. Ganz cool. Dann gehen wir jetzt mal zum Drumlin Diner.
Gucken, ob wir wieder überfallen werden. Oh, da ist auch Gammel Carla. Ja? Carla. Du schon wieder. Willst du ja, handeln? Ich will handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot. Wenn du was kaputt... So. Die Automatikpistole kann weg, die Machete kann weg, die Cocktails können weg, Splittergranaten können weg. Das Scharfschützen gewährt allerdings einen kompletten Kolben, deswegen packen wir unseres mal weg. Das ist unsere. Ja, verkaufen wir einfach mal. So. Stachelmaulkorb. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Wir kriegen dafür fast kein Geld. Das ist ein bisschen... Ja, schade eigentlich. Ihre Rüstung habe ich mir auch noch nie angeguckt, aber ich glaube nicht, dass sie gute Sachen hat. So, 45er Munition wollte ich kaufen. Und 45er Munition ist auch noch das, was irgendwie am teuersten ist. Gefühlt. Wolfgang verrottet in der Hölle und ich kann ruhig schlafen. Danke. Klar. Ich schau mal, was du hast. Hat sie auch 45? Ja. Sie hatte auch 45er Munition. Ist halt jetzt die Frage, verkaufen wir alle unsere Sachen und verkaufen dann auch die Munition dafür und benutzen wirklich nur noch die Maschinenpistole? Wobei die Schrotflinte war in Nahkampfsituationen immer gut. Das Scharfschützengewehr bald war auch nochmal. Aber wir brauchen eigentlich nur eine vernünftige Schnellfeuerpistole. Ich verkaufe die jetzt und damit auch die 38er Patronen, die wir dafür bräuchten. Die bringt auch kein Geld, ne? So, bei ihr könnten wir noch 45er Patronen kaufen für 390. Ja, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht jetzt gerade, aber... So, dann machen wir jetzt folgende Neustrukturierung. Wir machen die Maschinenpistole auf 1. Die 10mm Pistole auf 2. Das Scharfschützengewehr auf 4. Und die Schrotflinte auf 3. So, und dann spielen wir jetzt erstmal eine Zeit lang mit der Maschinenpistole und kaufen dafür jetzt auch nur noch die Munition. Würden wir jetzt irgendwie Nahkampf-Only-Run machen oder so, dann könnte man ja sogar sagen, man verkauft alle Munition, die man hat, aber naja. Gut. So, das war ein kleiner Ausflug hier in die Richtung. Ich hatte ja auch noch gesagt, dass wir, beziehungsweise also in ein paar Folgen vor, in einer der vergangenen Folgen, so, hatte ich ja gesagt, wir gehen ins Cambridge Polymer Labs, bevor wir nach Diamond City gehen. Das hatte ich da schon wieder dann vergessen. Deswegen teleportiere ich mich jetzt mal dahin. Das schaffen wir diese Folge, denke ich mal, nicht mehr. Aber wir können wenigstens schon mal die Umgebung abchecken. Mir gefällt an der Maschinenpistole einfach, dass es so ein großes Magazin hat. Das stört mich ja bei der anderen Automatikpistole einfach, dass man da nach 24 Schuss schon nachladen muss. Willkommen in den Cambridge Polymer Labs. Bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Sollen wir mit Ihrer Bewerbung starten? Okay.